Hallo, guten Tag. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Danke, Ihnen auch. Also ich bin Shahad, ich komme aus Syrien. Ich bin hier seit 3 Jahren in Deutschland. Ja. Und ich bin 17 Jahre alt und ich mache jetzt meine 10. Klasse, meinen Realschulabschluss und werde später auch Ingenieur werden. Das ist schon mal gut, dass du einen festen Plan hast. Mein Name ist Wolfgang Bosbach, kannst ruhig Wolfgang sagen. Ich bin vom Beruf Betriebswirt und Jurist. Ich war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Aber wir haben zumindest schon mal eine gemeinsame Leidenschaft. Wir lesen für unser Leben gerne. Genau. Was für ein Buch hast du mitgebracht? Also ich habe das Buch Ich bin Malala. Ja. Das Buch erzählt eine bekannte Geschichte. Persönlichkeit. Genau. Und das Buch erzählt die Geschichte einer Kinderrechtsaktivistin und Nobelpreisträgerin, Malala Yousafzai. Sie schildert in dem Buch ihre normale Kindheit im Swat in Pakistan und wie sie nach der Machtübernahme der Taliban zur Aktivistin wird. Sie hat vor das Recht auf Bildung gekämpft und hat dieses Kampf hat fast mit ihrem Leben bezahlt. Und das Buch zeigt auch ganz deutlich, dass Bildung ein ganz großer Schlüssel ist, womit wir alle Türen öffnen können. Erkennst du denn in dem Leben von Malala, ihrer Kindheit, ihrer Familie, ein bisschen auch dein eigenes Leben wieder? Ja, also ich war in Syrien bis 3. Klasse. Also wir hatten ein ganz normales Leben. In Türkei war es ein bisschen schwer, weil mein Vater ja nach Deutschland kam und wir alleine waren. Ja. Und wir mussten ja auch arbeiten, um Geld zu verdienen. Das war ein bisschen schwer, weil ich auch nicht schreiben und lesen könnte. Also wenn ich ein Plakat einfach auf der Straße sehe, könnte ich das nicht lesen. Oder auf Arabisch war das ganz schwer. Also ich kann nur die Grundwissen von Arabisch, kann ich nicht alles. Und das war, also ich habe viele Jahre verloren, sozusagen. Holst du jetzt alles auf? Genau, und jetzt, ich weiß, dass Bildung sehr wichtig ist. Und deswegen versuche ich immer zu lernen, weil das halt wichtig für uns alle ist. Und mit Bildung kann man ja alles schaffen. Aber du sprichst schon sehr gut Deutsch. Ja, durch Lesen, glaube ich, weil ich auch sehr viel lese. Und das hat, glaube ich, mir geholfen, weil ich die Geschichte ja kann. Und die Romane sind ja auch leicht zu verstehen als andere Bücher. Und ja, das glaube ich, dadurch hat sich meine Sprache sehr viel verbessert. Und was hat dich besonders fasziniert? Hast du es schon zu Ende gelesen? Ja, ich sehe hinten den roten, der ist noch nicht ganz bis doch. Nee, doch, habe ich schon, aber hier habe ich einen Abschnitt aus dem Buch ausgesucht. Und das wollte ich ja auch, dass Ihnen... Das war für dich der spannendste Moment des Buches. Genau, ja. Genau. Also aus dem Rede von der Vereinten Nationen, die Malala gesprochen hat und sie sagt... Liebe Brüder und Schwester, wir dürfen nicht vergessen, dass Millionen von Menschen unter Armut, Ungerechtigkeit und Unwissenheit leiden. Wir dürfen nicht vergessen, dass Millionen von Kindern der Besuch einer Schule verwehrt bleibt. Und wir müssen nicht vergessen, dass unsere Brüder und unsere Schwester auf eine leuchtende Zukunft warten. Und so lasst uns den globalen Kampf gegen Analphabetismus wagen, gegen Armut und Terrorismus. Lasst uns zu unseren Büchern und Stiften greifen. Sie sind unsere mächtigsten Waffen. Ein Buch, ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Bildung ist die einzige Lösung. Bildung geht vor. Ist das ein bisschen dein Vorbild? Also sozusagen... Teilweise, also Richtung Bildung, ja. Aber ja klar, man hat seinen eigenen Charakter, man hat sein eigenes Leben. Aber sie ist ein krasses Mädchen. Meine Lieblingsfigur ist in diesem Buch der Vater von Malala. Also nicht Malala an sich selbst, sondern der Vater. Die Väter sind die Besten. Genau. Also der hat ihr sehr viel geschützt. Und war immer hinter ihr. In armen Ländern sind die Traditionen sehr wichtig. Und diese Traditionen sind leider für die Frauen sehr ungerecht. Also zum Beispiel in einer Familie muss ein Sohn sein, sonst wird der Mann eine zweite Frau heiraten. Hier ist normal, aber in armen Ländern, sie schätzen diese Traditionen sehr viel wert.
Und das ist leider das Problem, dass die Frauen nichts machen können. Während der Sohn zum Beispiel zur Schule geht, muss das Mädchen zu Hause bleiben, obwohl sie auch das Recht hat auf einen guten Beruf, nicht nur zu Hause als Hausfrau. Wie hast du denn dieses Buch entdeckt? Hat man es dir empfohlen? Also ich habe das im sozialen Netzwerk gesehen. Also ich war auch begeistert, weil sie als die jüngste Friedensnobelpreisträgerin bezeichnet wird. Und ja, deswegen habe ich mich einfach davor interessiert, was sie eigentlich gemacht hat, damit sie das bekommen hat. Und ja. Ist das ein Buch, was du sehr mit großem Ernst gelesen hast, oder gibt es etwas, wo du sagst, das ist ein schönes Erlebnis von Malala gewesen? Also von Malala nicht, aber von ihr Vater. Ja. Also als sie neu geboren ist, also eine Cousine hat ihm diesen Stammbaum der Familie Yousafzai mitgebracht. Und er hat betrachtet, dass darauf nur Männer waren. Und dann nahm er einen Stift an seine Hand und zog eine Linie von seinem Namen und hat Malala geschrieben. Und das war der erste Schritt, die er von Malala einfach erreicht hat. Und das fand ich von ihm richtig gut. Liest du gerne Biografien, also das Leben und Wirken anderer Menschen? Genau, weil ich davor mich interessiere. Es gibt auch einen Spruch, der sagt, ich liebe das Buch, weil ich nicht Akzept im Leben bin, sondern weil ein Leben mir nicht reicht. Und deswegen will ich einfach die Geschichten der anderen hören oder lesen sozusagen. Ich will nicht nur ein Leben sozusagen erleben, sondern die anderen auch. Und dadurch kann man auch vieles lernen, weil das kann sein, dass das Gleiche auch bei mir passiert. Ja. Und dann weiß ich ja, was ich machen kann. Nun ist ja Malala eine Persönlichkeit, die glühende Anhänger hat, aber auch Gegner hat. Genau. Die in der Welt bekannt ist, natürlich. Durch den Nobelpreis, den sie bekommen hat. Was glaubst du, wie viel Wirkung kann man erzielen? Durch ein solches Leben, durch ein solches Buch, durch die Verleihung des Nobelpreises? Sie hat sich einfach vor Bildung begeistert. Und wenn man jetzt zu ihr einfach sagt, nein, du darfst nicht zur Schule, dann ist das sehr schwer für dieses Mädchen. Sie hat auf jedem Podium gesprochen. Und das ist der Grund, warum die Talibin auch ihr geschossen haben, weil sie ihre Stimme erhoben hat und nicht leise geblieben wie die andere. Und das ist die Stimme vieler Mädchen, nicht nur Malala. Also kann man ja sagen, sie ist Repräsentantin einer Generation, genau. Also ihrer jungen Generation, aber auch aller Frauen, die unter Ungerechtigkeiten leiden. Genau. Malala hat das mit Hilfe ihres Vaters, hat sie zum Glück das geschafft. Was möchten Sie in dieser Welt ändern, wenn Sie die Möglichkeit haben? Man nimmt sich immer als Politiker so viel vor, man weiß aber, man kann nur so viel ändern. Es wäre doch schön, wenn wir in einer Welt leben könnten, in der niemand Angst haben muss vor Krieg, vor Hunger, vor Armut. Und wenn jeder Bildung so ernst nehmen würde wie du. Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, aber ich weiß, für eins war immer Geld da, für Bücher. Und meine Eltern haben mir das Gleiche gesagt, was deine Eltern dir sagen. Lernen, lernen, lernen. Bildung ist die wichtigste Voraussetzung. Da kommt es auch gar nicht auf das Land, auf die Religion an, sondern da ist entscheidend, ob ich mich dafür wirklich interessiere. Also ich finde das toll, dass du mit einer so großen Ernsthaftigkeit über Bildung und Lesen sprichst und mit einer solchen Begeisterung über das Buch und über das Leben von Malala. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Buch auf dem Schoß habe, einfach nur Blätter und sage, das lese ich ganz gerne, oder ob ich mich dafür wirklich interessiere. Genau. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl, und es ist auch ein Kompliment für unser Land, dass du sagst, mit deiner Familie, hier bin ich gerne. Ja, klar.